Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge. Unsere kleine Alpenfarm. Mit dabei ist der Kevin. Hallo. Der Alois. Hallo. Der Michel. Und der Sepp. Die sind aber fleißig am Ackern, wir natürlich auch. So wie immer. Wir sind dabei und machen jetzt weiter mit dem Düngen. Muss ja auch gemacht werden. Und das machen wir dann jetzt mal schnell. Ne? Hab den Dünger nicht zum Verschenken geholt, ne? Sei ruhig. Ich zahle den. Also kann ich damit machen, was ich will. Richtig oder richtig? Ach, wart so 2 Jahre ab, dann habe ich auch Rechte. Das werden wir dann sehen. Dann gehst du erstmal 3 Jahre in die Lehre. Ach so. Ja. Auch noch. Und dann kannst du 2 Jahre als Geselle arbeiten. Und dann überlege ich mir das vielleicht mal, ob du meinen Hof kriegst. Ach so. Und ob du Rechte hier kriegst. Schauen wir mal. Spaß, sicher kriegst du dann den Hof. Ja klar. Mit der Tante von der Bank, die hat vorhin eine E-Mail geschrieben, dass wir noch eine Rate offen haben diese Woche. Ja, dann mach fertig. Dann überweist den Schmuck. Dann haben wir das weg. Die Frau, wie heißt sie noch? Erika mit K, ne? Ja, genau. Oder 30.000? 20, mehr nicht. Wir müssen ja auch noch leben, ne? Ja, ja. Und noch einkaufen. Außerdem kommt da ja auch noch die Rechnung. Was für eine Rechnung? Ja, von Pflanzenschutz, Dünger, Kalk, Saatgut. Ist schon längst abgezogen. Ach, hast du schon gemacht bei dem? Ja, ja. Sehr gut. Wunderbar. Sag mal, Kevin, irgendwas stimmt doch hier nicht. So? Ja, guck mal. Hier sind einige Sachen überhaupt nicht gedüngt und andere sind, weiß ich nicht, 10-mal so viel gedüngt. Was? Ja, da mitten so Streifen drin. Ja, das ist normal. Normal ist hier garantiert nichts. Seit wann ist in Erlengrad irgendwas normal? Erst hieß es gibt keine Polizeiwache und so weiter. Und jetzt steht da hinten eine Polizeiwache. Aber du hast noch nie einen Beamten hier gesehen. Nö, aber soweit wie ich gehört habe, soll einer kommen. Mhm. Da bin ich ja gespannt. So einer mal so für ganz kurz. So einer mal für ganz kurz, ah ja. Aber nehmen wir diese Woche nicht mehr. Okidoki, so. Alles klar, so, ich bin weg. Ich fahre hoch auf die 3 und dann auf die 4. Ne? Ja. Beides zusammen. Kommst du dann dahin, ne? Jo. Alles klar, bis gleich. Jo. Thank you.
Ja, meine Lieben, so ist es, ne? Wir sind heute am tatsächlich doch Weihnachten haben wir dann jetzt auch hinter uns. Zum, ja, für die Kinder sehr schön. Ich empfinde es immer wieder als ein bisschen ja, leicht stressig, aber es ist auch, auch schön, die Familie dann mal einfach wieder beisammen zu haben. Auch in so einer Zeit, die wir jetzt haben, obwohl, naja, ist eigentlich relativ egal. Ich habe meine Familie immer um mich. Von daher juckt mich das andere alles gar nicht. Bin ich auch ganz froh drum. Und auch sehr dankbar, dass das so ist. Und, ja. Jo, so sieht's aus. La 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 la. So was hast du lange nicht gesehen, so schön, so schön. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? So was hast du lange nicht gesehen, so schön, so schön. 2, 3, 4. Oh mein Papa. Herr Sonnenbichler Junior. Was kann ich für Sie tun? Ja, gar nichts. Du wolltest nur mal gucken, wer hier so grässlich singt, ne? Ja, ich hab's Funk schon ausgestellt. Ja, natürlich. Wo willst du hin? Ich fahr jetzt hoch, rauf und runter. Ich habe nur das Vorgewende gemacht. Ach so. Auf beiden Feldern. Ach so. Das heißt, ich fahre jetzt nur noch blub blub blub. Rauf und runter. Einmal bei der Wiesen, dann bin ich auch blub blub blub. Jep, jep. Aber mach langsam, gib mir mal noch eine halbe Bahn Vorsprung. Jo, jo. Weil nicht, dass du mir dann gleich irgendwo... Ich fahr 12. Ja, du, auch wenn du 12 fährst, brauche ich ja trotzdem irgendwie ein bisschen Vorsprung. Nur 1, 2 Bahnen. Du hast ein paar Meter mehr als ich. Nee, weniger. 21, du 24.
Echt? Ja. Na gut. Hast du gewonnen? Ausnahmsweise. Gucken, ob ich damit noch auskomme hier mit dem. Laros, Laros voll. Was? Lager ist voll. Gut. Wollen wir nachher zum Mittag oben in die Kneipe mal gehen? Nein, keine Zeit. Ich wollte Pferdefleisch machen. Aus Elfriede und Günther. Schön lecker Pferdegulasch. Okay. Mehr sagst du da nicht zu? Nee. Du, jetzt hast du mich, ne? Nein, alles gut. Das können wir meinetwegen machen. Komme ich nicht ins. Wie kriege ich denn da GPS noch mal an? Ganz unten links STRG-C, STRG und dann hast du da irgendwo noch so ein C auf so einer Taste. Ah, warte mal, jetzt habe ich es an, aber irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Ich habe das immer über Taste, über das Gamepad gehabt, beziehungsweise über den Controller. Mal eben kurz hier gucken. Crossplay. CSI, IP,
GPS, da ist es doch. So, GPS an, aus, der. GPS-Menü öffnen. Der. Punkt setzen, da. Automatische Breite. Können wir den neuen. Automatische Führung aktivieren ist der. Störung speichern. So. Ach komm, ey. Ich hab kein. Jetzt springt mal. Ist meine Webcam wieder umgesprungen. Es ist die Scheiße wieder umgesprungen hier. Von offline auf. Von Livestream. Auf offline, auf Webcam. Ey, was ist das? Also langsam kriege ich hier echt die Krise. Also Leute, es tut mir leid, wenn ihr jetzt zugeschaut habt und die ganze Zeit nichts gesehen habt. Sorry, ich werde es kürzer schneiden. Ich schneide es raus und dann kriegt ihr halt eine ganz kurze Folge. So leid es mir tut. Ja. Das war nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das war Mist, aber totaler Mist. So. Okay. Ins Menü. Automatische Breite. Versatz. Nein. Bin mal kurz beim Landhandel. Jo. So. Punkt setzen. So, hab grad Flankenschutz getankt. Alles klar.
Ja, meine Lieben, und das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch noch weiter viel Spaß und schöne Weihnachtstage. Und wir hören uns dann zu Silvester mit einer weiteren Folge natürlich wieder. Live leider nicht, aber auf jeden Fall mit einer weiteren Folge unsere kleinen Farm. Und natürlich, wie immer, sind halt Michel und Sepp garantiert Silvester live und haben irgendwas für euch geplant. Also schaltet bei denen dann ruhig ein im Kanal bei Twitch und feiert mit denen einfach Silvester. Egal was sie da spielen, ob sie ETS fahren, ob sie den LS zocken, ob sie irgendwas anderes machen, das weiß der Geier. Ich werde es mir aber auf jeden Fall angucken und mit euch zusammen dann auch bei denen im Chat feiern. Also das machen wir definitiv, wenn ich es überhaupt kann. Also reingucken werde ich definitiv. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, euer Kolke und euer Kevin. Tschüss. Ciao. Soll ich mit nach unten ziehen? Jo, bitte. So machen. Und dann nach vorne verrückt. Erdholz habe ich geholt, das habe ich. Zusammen oben mit der Ding. Live ja, aber nicht mehr in Erfolg. Nicht mehr in der Aufnahme. Nee. Genau. Das ist schön. Kevin? Hey. Hast du meine Palettengabel gesehen? Was? Im IAC? Ihr habt doch ein ganzes Hurrika-Lager vorne verkauft, was alles da drin war. Wer hat das verkauft? Weiß ich ja nicht, das ist auf einmal alles da weg. Da waren noch vorher Gabelzangen, Palettengabeln und alles drin. Alles war doppelt, war die verkauft. Ja, Gabelzange, die hatte ich ja dran. Gabelzange ist hier. Die habe ich gerade da wieder reingelegt. Ich habe sie nicht geklaut. Jetzt gucke ich mal, haben wir sie überhaupt? Ne, ist wohl irgendwie beim Aufräumen mit rausgeflogen. Also es haben wir gar keine. Müssen wir eine neue holen. Ja. Mache ich, alles gut. Können Sie ja nebenan auf Lager. Ja, quasi, genau. Das ist das Schöne. Eine Wartezeit. Ihr habt noch genug zu tun für die nächsten zwei Folgen. Können wir euch unterstützen? Lassen uns schon irgendwas einfallen, was wir machen können. Weil wir hatten geplant, den Pferden auszureiten oder oben in die Kneipe. In die richtige, nicht die Damen. Erdnuss reiten ist doch gut. Wie viel habt ihr dann? Zwei. Was Pferde? Zwei. Zwei. Zwei Pferde. Wäre es dann, wenn er zwei bei euch nochmal unterstellt? Für uns? Ja, machen, können wir machen. Reiten wir alle mal mit den Pferden aus. Oder? Michael? Ja. Ja, könnte man auch machen. Holger hat nur noch zwei Wiesen zu düngen, ich nur noch ein halbes Feld zu spritzen. Ja, dann könnte man sagen, wir machen. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall erstmal eine rauchen. Ja, dann können wir noch. Ja, dann mach das jetzt sofort. Ja, ich mache jetzt eben das Feld hier zu Ende. Da ist nicht mehr dann, viel. Dann fahr die Bahn fertig, da ich aus, dann mache ich den Rest. Stell dann Helfer ein, oder was machst Nein. du? Nein. Ich gebe doch nicht für jedes Mal ein Feld Helfer Geld aus. Geht doch eh nicht ums Geld, mach doch einfach den. Mach wie du denkst, alles gut. Stell den Traktor dahin, steige ich aus, ich mache den Rest. Nein. Wir können ja jetzt die zwei Folgen Pferde ausreiten machen. Nee. Zwei Folgen mit Pferde ausreiten ist auch so gut. Richtig. Deswegen eine Folge, dann lass mich gleich noch düngen. Das ist ja alles gut. Die Wiese müssen wir ja eh noch düngen, aber ich muss jetzt auch erstmal noch dann gleich Fahrzeug sauber machen. Weil so fahre ich nicht auf die Wiese. Der Johnny, der muss ja schon was hergehen machen. Von daher muss der Johnny sauber sein. Ja. Soll ich zwei Pferde holen? Ja, kannst du dann holen. Ja, was wollte ich jetzt gerade gucken? Hol mal einen schwarzen Araber. Drei oder was? Einen schwarzen und hallo? Hallo? Also
Einen schwarzen und was noch? Pinken. Nicht warum? Ich glaube, der ist schon rauchen. Ach, da hole ich halt noch irgendwas anderes. Ich will ja doch erst fertig machen. Alter, ey, der Pflanzenschutz, das geht so schnell weg, ne? Jo. Da wird schon 1300 Liter verbraucht. Das wäre nochmal 1300 Liter. Habe ich mir aber anders vorgestellt. Was denn? Das mit dem Holz oder was? Nein. Das mit der Palette noch schnell wegfahren hier. Ach so. Oh, geht. Guck dir schön fein. Da geht auch noch eine zweite. Da gehen auch noch eine dritte. Da gehen auch drei drauf. Na, nach dir gehen noch Zähne da drauf, ist schon klar. Muss nur mit Landschaftsbau eine Rampe bauen. Ja, ist schon klar. Außer die Spanngurte unterstützen nur eine Reihe. Die eine mit weggeht, dann geht die noch mit weg, ansonsten bleibt sie hier. Schon mal gar nicht schlecht aus. Gar nicht gedacht. Muss selber ausgucken. Das ist nur das? Kai, kannst du mal deinen Funksound abspielen? Was für ein Ding? Dein Funk. Hier kommt ein bisschen leise vor bei mir. Ja, ein bisschen leise. Ich hatte gedacht, kannst du nicht das Piepsen und das Rauschen zu eins zusammen machen? Nee, ich habe meins leise gestellt gehabt. Können wir zusammen machen, ja, aber wozu? Dann bräuchte ich den Zweitakt belegen. Hätte ich vielleicht noch mehr Platz. Drück doch einfach nur das eine mit dem Piepsen. Oder nur das Rauschen. Scheißegal. Okay. Wascht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist zwar à la Kevin, aber... Ach, das ist doch noch harmlos. Oh! Geht! Ja, hab ich dir doch gesprochen. Spanngurte halt, ist noch die zweite Reihe. Hab ich dir doch gesprochen. Hab doch gesprochen, da gehen auch 10 Reihen drauf. Ja, ist klar. Draufgehen und fahren ist wohl was ganz anderes. Ja, so, was fährst du denn da gerade? Drei Paletten, wo bist du? Ah, da. So. Ne? Rest weg. Ja. Euer nicht immer Folge jetzt kommt, aber ich stelle mir auch mal eine an. Ups. So, ich bin mal schnell in der Küche. Jo. So, wollen wir wieder zügig abladen?
Das fand ich eben geil. Letzte zwei Paletten. Ja, war das andere Mal auch schon. Ja, da hatte ich gerade. Die gehen dann nicht runter und die muss ich dann rückwärts fahren, bremsen und dann sind sie halt weg. Ja, beim ersten Mal hatte ich jetzt hingeguckt. Ich hatte nur die letzten. Ich musste Klappe aufmachen. Die letzten zwei hatte ich nur gesehen. Alter, 181 Liter noch. Runter gehen weiß ich auch noch nicht. Ups. Nein. Aber der Bremspedal will er irgendwie nicht so richtig, oder? Zum Glück war ich das nicht. Bin ich meine Füße hier, die zwei. Glaub wohl. Bisschen Kaberdose. Jetzt gleich so gemacht. Weil die Bilder ist, er hat so eine Gitterbox. Warum streckt dich nicht? Die ist schwerer, die ist von den schwarzen Schafen. Oh nee. Kommt ihr dann gleich runter oder soll ich die Pferde alle bei euch parken? Ihr ist auch kacke. Parken, ja. Wir haben noch gar keinen Pferdeparkplatz. Ach. Wir kommen da hoch. Wir haben die da bei euch stehen, das sagen wir da. Dann, dass wir uns darüber reden lassen haben, uns Pferde zu holen, dass wir bei denen untergestellt haben. Ja, oder das sind Pensionspferde. Ja, klar. Die haben wir bei euch untergestellt. Pensionspferde. Da bin ich wieder. Was denn sonst? Mathis. Sei ruhig. Was? Er wollte nicht.